Okay Mädels, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ich dachte mir, nach diesem eskalativen letzten Vlog wird es eigentlich mal wieder Zeit für ein bisschen Quality. Ich stehe gerade in der Garage und wir fahren heute ins Allgäu. Dort kann man sehr, sehr gut Motorrad fahren. Das kann ich euch versprechen. Wir haben gerade so die Wahl, welches Motorrad wir hier nehmen, weil wir sehen hier die 501 von Lars, die aber genauso straßenkonform ist wie meine XR aktuell. Denn wir waren ja auf dem Big Bike Meet, da der gute Dunlop hinten eh runter war, dachte ich mir, kann man hier mal einen stehen lassen. Dementsprechend sieht der folgendermaßen aus. Kennzeichenwinkel auch noch nicht richtig legal, weil wir den Kennzeichenhalter noch umbiegen müssen. Deshalb haben wir eigentlich gar keine andere Wahl, als die schöne Gasgas zu nehmen. Ich will die Gasgas jetzt eh mal ein bisschen genau unter die Lupe nehmen und ich glaube, da eignet sich das Allgäu eigentlich ganz gut zu. Deshalb fällt die Wahl heute auf die Gasgas. Okay, Boys, wir sind angekommen. So, Boys, let's go. Ihr seht schon die Berge. Wettertechnisch noch nicht ganz so geil. Ich hoffe, die Wolken verschwinden noch. Wir fahren heute mit Kim. Kim hat eine 96 und kommt aus dem Allgäu. Und wir dachten uns, komm, jetzt bin ich hier in der Nähe. Jetzt fahren wir auch noch mal eine Runde. Das ist nämlich lange her. So, jetzt sind wir hier auf den Bikes. Aber wir müssen noch etwas essen, weil Kim so verfressen ist, dass sie jeden Tag zu McDonald's gehen muss. Einfach 96 und 700. Die zwei Containerschiffe auf dem Weg zu McDonald's. Damit Kim sich erstmal ihren Back Tasty abholen kann. Aha, Madame, ohne DB-Killer unterwegs, ganz kriminell. Das auch noch. Big Tasty essen und ohne DB-Killer fahren, das ist der Lifestyle. Wir hätten durch McDrive fahren müssen. Es gab doch keinen Big Tasty. Kim hat ausgegeben, 20er Nuggets. Für den kleinen Hunger. Das Bike von Kim müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Sind nämlich den Rahmen nicht gepulvert, sondern foliert und ich finde, das sieht echt ganz geil aus. Das Gras, das sieht so saftig aus. Saftig. Vor allem Kimi unterwegs im OG Above Usual Hoodie. Das war der allererste, den es gab. Der allerechte. Ja, oh, Gottes Willen. So laut ist er jetzt wohl auch nicht hier. Ich habe einen Cut, ich habe einen DB-Killer. Sonderdorf. Warum heißt es Sonderdorf? Wo sind wir denn hier? In Obermeiselstein. Sieht aber echt geil aus hier irgendwie. Kimi kennt hier die Abkürzung. Junge, es wird richtig, richtig kalt hier oben wieder. Wie hast du das hier eigentlich so foliert? Ach, das ist lackiert? Ja. Ah, okay. Wie lange saßt du hier dran, bis der so aussah? Stunde. Stunde nur? Ja, das geht ja sogar. Ja. Wenn man hier so steht, man checkt es nicht. Klar, wenn man jetzt nah rangeht, okay. Zeig mal deine Gains. Ich bin erst seit zwei Wochen wieder. Ja. Die kennen wir ja schon, deine Muskeln. Hey, wurde schon gelobt im Gym. Echt? Von irgendwelchen Typen, oder? Nein, weil meine Muskeln man hier übel sieht. Da sag ich so, ja, das kommt halt vom Stall. Vom Misten? Ja, weil ich halt so huipert. Huipert? Also es ist bayerisch. Allgäuerisch. Im unteren was? Huipert. Was ist das? Tobel, unteren Tobel. Was ist ein Tobel? Sowas hier. Das hier ist ein Tobel. Rechts, links, hoch. Ein Tal. Und ja, sowas ähnliches. Gott, besser wir fahren jetzt, Kim. Und lassen wir Madame mal vorfahren. Los, Madame, vor! Denken, es regnet. Man könnte aber auch denken, es ist Sommer. Man könnte aber auch einfach nicht so einen Müll labern. Naja, jedenfalls dachte ich mir, hey, die Wolken, der Himmel sehen nach einem coolen Sunset aus. Da haben wir aber gut angetäuscht. Hallo. Servus. Voll die coolen Dinger habt ihr. Danke. Aha. Weil irgendwie bist du gelaufen, das sah voll cool aus. Ja, voll cool. Danke. Fahrrad ist auch cool. Ja. Ja. Schönen Tag euch noch. Euch auch, dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute. Sun is down.
So, Boys, back in Cologne City. Das war's, Allgäu. Es war nur ein sehr, sehr kurzer Trip. Und mittlerweile ist das Allgäu schon 2-3 Tage her. Aber wir haben in der Zwischenzeit 100 fucking 1000 Abonnenten geknackt. Junge, ist das crazy, weil es war eigentlich immer so, dass ich einfach nur meine YouTube-Videos gemacht habe. Und ich habe gar nicht so krass geguckt, wie viele Abonnenten sind wir denn mittlerweile. Bis dann unter einem Video Leute geschrieben haben, schon was für dein 100k-Special vor. Und ich dachte mir so, wait a minute, das kann nicht sein jetzt. Schon kurz vor 100k, ja. Und es sind echt in einer sehr kurzen Zeit verdammt viele dazugekommen. Muss man ja ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Also diese 100.000 Abonnenten, ich glaube, das ist so der erste krasse große Schritt, wo man sich denkt, ah krass, das, was man macht, kommt irgendwie auch gut an. Und das freut mich mega. Wie soll ich sagen? Bin ja jetzt schon... Ich bin schon echt extrem, extrem lange auf YouTube aktiv, aber ich habe YouTube noch nie so aktiv gemacht wie jetzt. Und das ist irgendwie echt heftig. Also, und ich überlege die ganze Zeit, was könnte man dann machen als 100k-Special? Aber ja, ich weiß es nicht. Viele haben geschrieben, mach ein Rideout. Beim Rideout ist aber auch immer schwierig. Dann gibt es Leute, die sich nicht so an die Regeln halten und Quatsch machen. Dann kommt es nachher zum Unfall. Dann bin ich das ja schuld, weil ich habe dann ja so ein Treffen da organisiert. Und da habe ich auch nicht so viel Lust drauf. Deshalb ist es mega schwierig. Es muss ja auch nicht jetzt sein. Wenn ich irgendeine geile Idee habe oder so, dann kann ich damit ja immer noch um die Ecke kommen. Oder euch erzählen, was ich vorhabe, was ich geplant habe. Insofern haben wir ja alle Zeit der Welt, ne? Ich hatte auch überlegt, wie wäre es denn, wenn man mal so ein Livestream macht auf Twitch oder so. Ich bin jetzt nicht der krasse Livestreamer und ich habe auch nie so richtig Livestreams geguckt. Ganz, ganz früher in CSGO-Zeiten habe ich hier mal Biber geguckt. Wie wäre es denn damit? Ihr könnt ja auch mal, was kann man denn in so einem Livestream alles machen? Man könnte hier irgendwelche Sachen zusammenzocken. Man könnte sich alte YouTube-Videos angucken, meine allerersten, wie es damals angefangen hat. Das finde ich auch irgendwie cool. Ich verlinke euch einfach mal den Twitch-Account hier. Ich hatte ja schon mal zu Corona-Zeiten hier Call of Duty gestreamt und so. Das war aber so just for fun. Könnt ihr einfach mal reinfollowen oder wie auch immer. Und wenn ihr irgendwie eine coole Idee habt, was man machen könnte in so einem Livestream, dann haut's einfach rein.